Johanna Puhl arbeitet am historisch-kulturwissenschaftlich, am Institut für historisch-kulturwissenschaftliche Informationsverarbeitung, besser bekannt und besser aussprechbar als HKI Köln, das wir alle gut kennen. Sie hat geisteswissenschaftliche Informatik, Soziologie und Theater und Film studiert, war eine Zeit lang Projektmitarbeiterin in dem Projekt Digitales Archiv NRW und ist jetzt seit 2013, glaube ich, Mitarbeiterin in daria.de. Und wenn ich es recht verstanden habe, kommt dieser Vortrag jetzt auch so im weitesten Sinne ein bisschen aus diesem Kontext. Bitte. Vielen Dank. Also ich habe heute die Ehre, stellvertretend diesen Vortrag zu halten. Eigentlich stelle ich hier die Arbeit und Entwicklung vor der Digital Humanities im deutschsprachigen Raum arbeiten und dort speziell der Arbeitsgruppe zu Curricula sowie einige allgemeine Beobachtungen. Beobachtungen. Es gibt eine ganze Reihe von ausgeschriebenen Professuren für die Digital Humanities. Eine ganz aktuelle ist hier zum Beispiel die Ausschreibung für eine Digital Humanities Professur in Graz. Wie wir hier sehr schön sehen können, kann man an solchen Ausschreibungen auch schon ein bisschen ablesen, wie die jeweilige Hochschule Digital Humanities definiert. Hier wird halt der Fokus gesetzt, speziell auf Modellierung geistes-, sozial- und kulturwissenschaftlicher Forschungsdaten, aber auch besonders die Frage der Erschließung sowie Langzeitverfügbarkeit, Archivierung des digitalisierten Kulturerbes. Weiterhin noch Knowledge Engineering, Informationsvisualisierung und Textanalyse. Eine Ausschreibung auch aus dem deutschsprachigen Raum, aber aus der Schweiz in diesem Fall, ist diese aus Bern, die ist ein bisschen älter. Hier handelt es sich auch um eine befristete Ausschreibung, um eine Ausschreibung für eine befristete Stelle mit dem Fokus auf Textanalyse und Visualisierung komplexer Datenanalysen, digitalen Editionen und der Erschließung von Archiven. Eine relativ rezente Ausschreibung ist die an der Universität zu Trier. Die ist oder war auch unbefristet. Und hier haben wir auch schon die Ansprache dessen, dass Digital Humanities sich dezidiert auf der Schnittstelle, in diesem Fall zwischen Philologie und Informatik, beschäftigt. Wegen Philologie wird hier auch der Fokus gesetzt, dann insbesondere auf die digitale Lexikographie, Editionsphilologie und Primärquellen. Weitere aktuelle Ausschreibungen sind diese hier. Man kann also beobachten, also Digital Humanities ein Begriff ist ein Begriff, ist eine Blume, mit der man sich momentan gerne schmückt. Beobachtungen oder Manifestationen dessen lassen sich halt auch in dieser Registry verdeutlichen. Das ist die Kursregistry, die in Daria.eu entwickelt worden ist im Rahmen des VCC2-Arbeitspaketes. Das sind dort eingetragene Studiengänge für Digital Humanities im deutschsprachigen Raum. Der Name Kursregistry bezieht sich übrigens darauf, dass die Initiative aus den Niederlanden kam, in denen es keine dezidierten Digital Humanities Studiengänge gibt, aber dafür jede Menge Kurse an Hochschulen im Rahmen diverser Studiengänge, die Digital Humanities Inhalte vermitteln. Man kann hier also sowohl Studiengänge als auch Kurse eintragen. Und wie wir später sehen können, auch noch ein Twitter. Das sind die Studienangebote in Deutschland, wie sie untersucht worden sind von der Arbeitsgruppe Curricula im Verband Digital Humanities im deutschsprachigen Raum. Und obwohl, das sieht man jetzt sehr, 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 sehr schlecht,
Ich kann vielleicht kurz darauf hinweisen, dass an dem Infostand draußen noch 10 übrig gebliebene Bände der Tagung in Graz liegen, in denen die Analysen der Curricula-Arbeitsgruppe nochmal dezidiert aufgefächert sind. Und wer zuerst kommt, mal zuerst. Also wenn die 10 Bände weg sind, sind sie weg. Wie man hier vielleicht sehen kann, tragen die Studiengänge jetzt nicht unbedingt im Titel immer Digital Humanities, sondern es handelt sich hierbei um Studiengänge, die da heißen Informatik in Kombination mit geisteswissenschaftlichen Studiengängen. Also da werden dann einfach 2 Studiengänge parallel als Kombination angeboten. Es gibt digitale Archäologie, es gibt Informationswissenschaften, aber auch Computerlinguistik. Und aber neuerdings in Würzburg auch etwas, das dezidiert Digital Humanities als Studiengang heißt. Aus diesen Beobachtungen ergibt sich eigentlich auch schon das, was ich gleich erzähle, nämlich der Bedarf, dass man sich auf einen gemeinsamen Kern dieser Fächer verständigen sollte, damit man weiß, worüber man redet. Also genau genommen, damit man diese Studiengänge wirklich miteinander vergleichen kann, damit man sich auch Studienleistungen zwischen den verschiedenen Studienorten anrechnen lassen kann, damit man, wenn man an einer weiteren Hochschule einen solchen Studiengang einrichten möchte, eine Erleichterung hat bei der Einführung eines solchen Studiengangs, also eine Referenz, sowie auch um den Begriff oder die Qualifikation, die Studenten eines solchen Abschlusses dann mit sich bringen, damit man diese nicht total verwässert vorfindet. Und in diesem Kontext wurde einiges an Arbeit schon in dieser Arbeitsgruppe getan. Basierend auf der Arbeit von Patrick Saale, dessen Publikation auf dem Weg zu einem Digital Humanities Referenzcurriculum wahrscheinlich einige kennen, hat er eine Skala entwickelt und auf dieser Skala wurde jetzt weitergearbeitet. Diese Skala besagt im Prinzip, wir sehen hier zwischen A und E unterschiedliche Bereiche, dass Digital Humanities, wie schon öfter angesprochen, sich in der Schnittstelle zwischen Geisteswissenschaften und Informatik befinden, wobei A jeweils die reinen klassischen Geisteswissenschaften bezeichnet und E die reine klassische Informatik. Man kann also schlussfolgern, dass alles, was sich zwischen B und D befindet, in den Bereich der Digital Humanities fällt, da es jeweils einen Anteil der anderen, jeweils anderen Disziplinen enthält. Und die Frage, die sich nun stellte, war, was sind denn jetzt genau die Kernqualifikationen, die ein Student oder ein Absolvent eines solchen Studiengangs mit sich bringen muss? Einmal aus dem Bereich, wenn er eher informatiklastig studiert und einmal aus dem Bereich, wenn sein Studiengang tendenziell eher geisteswissenschaftlich geprägt ist. Also aus dem Bereich B bzw. D. Und dazu gibt es relativ dankbare, gut strukturierte Vorarbeiten des Herrn Professor Henrich von der Uni Bamberg, der dort einen Lehrstuhl für Informatik innehält. Er hat sich zu dem D-Teil Gedanken gemacht, welche Informatikanteile wichtig sind, wenn man einen Digital Humanities Studiengang anbieten möchte, der sich tendenziell sehr breit aufstellt, was die Informatikangebote betrifft. Das wurde ein bisschen aufgeteilt in einmal abstrakte Grundkenntnisse, Skills, Programmieren, Modelle und Modellieren sowie inhaltliche Anwendungen, die spezifisch auch auf einen geisteswissenschaftlichen Fachbereich dann zugeschnitten sind. Und jetzt kommen wir vielleicht auch schon zu dem Teil, den ich eben angesprochen habe, nämlich die Twitter-Formen von Studienangeboten. Es gibt mittlerweile auch 4 berufsqualifizierende Hochschulangebote im deutschsprachigen Raum, die auch gerne Zertifikat genannt werden. Zumindest ist das der Fall in Passau und in Köln. Diese werden häufig fakultätsübergreifend angeboten, auf jeden Fall meist an philosophischen Fakultäten angesiedelt. Und es handelt sich dabei aber um mehrsemestrige berufsqualifizierende Abschlüsse, in denen ein breites Spektrum von verschiedenen Informatikqualifikationen gelehrt wird, die den Absolventen neben seiner klassischen Disziplin dazu befähigen sollen, sich
späteren Berufsleben zu profilieren. Als Beispiel kann man hier das Kölner IT-Zertifikat nennen, das auch vom Lehrstuhl von Herrn Professor Teller angeboten wird. Das hier ist jetzt das Angebot fürs nächste Sommersemester. Es handelt sich dabei um 4 Module. Und davon heißt einer dezidiert Tools and Methods in Digital Humanities und bietet im Prinzip ein breites Angebot, was Web-Technologien betrifft. Genau. Und was jetzt noch ein bisschen fehlt, wir haben ja eben gesehen, auf dieser Grafik gibt es einmal den Informatikteil und zweitens den geisteswissenschaftlichen Teil. Die Arbeitsgruppe beschäftigt sich aktuell mit der Frage, wie sähen denn jetzt generische geisteswissenschaftliche Qualifikationen aus, die über die spezifische Fachdisziplin hinausgehen und aber essentiell für einen Digital Humanist sein. Und da gibt es schon ein paar Basisüberlegungen, die allerdings noch nicht in die Tiefe ausgearbeitet sind. Das sind zum einen Ontologien, semantische Netze, also Dinge, die eher aus der Philosophie und Logik kommen, aber auch Wissenschaftsgeschichte ganz allgemein, Teile der Editionswissenschaften und Informationswissenschaften, linguistische Strukturen und allgemein die Beschäftigung auch mit dem Lizenzierungsproblem in der Wissenschaft insgesamt. Genau. Ja, und damit bin ich eigentlich schon am Ende angelangt. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Minuten ich jetzt gebraucht habe, ob das jetzt zu viel oder zu wenig war. Vielen Dank. Wenn Interesse besteht, an dieser Arbeitsgruppe mitzuarbeiten, weil Sie selber einen Digital Humanities Studiengang aufbauen möchten oder glauben, Sie wurden bisher übersehen und möchten auch, weil Sie sowieso schon Digital Humanities als Studiengang anbieten, sowohl in der Kursregistrie auftauchen, als auch in dieser AG mitarbeiten, dann freuen wir uns sehr. Das ist die E-Mail-Adresse der Kollegin Dr. Sabine Bartsch, die die Leitung demnächst übernimmt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Johanna, für diesen Überblick. Gibt es Fragen, Anmerkungen, Kommentare dazu? Wir haben ein paar Minuten Zeit für ein bisschen Diskussion. Wenn Sie noch ein Momentchen brauchen für Ihre Frage, dann stelle ich einfach erstmal die erste Frage zu dem Bereich der Professuren, der Ausschreibungen. Ich meine, es gibt jetzt da keine statistisch signifikante Menge, aber siehst du einen Trend, ja, beispielsweise in Richtung stärkere Ausdifferenzierung oder nicht? Kannst du dazu was sagen? Was wäre wünschenswert aus deiner Sicht? Also tendenziell ist eine verstärkte Sichtbarmachung der Digital Humanities und auch die dezidierte Ausbildung von solch einer Hochschulqualifikation natürlich sehr wünschenswert. Aber ich sehe das Ganze so ein bisschen zweischneidig, weil ich sagen würde, dass einerseits natürlich die Entwicklung positiv ist, wenn mehr Digital Humanities Professuren ausgeschrieben werden und mehr Studienangebote entwickelt werden. Ich habe aber auch, und deswegen meinte ich das eben mit der Blume, mit der man sich schmückt, den Verdacht manchmal, dass es halt einfach ein Sammelbegriff ist für verschiedene Dinge, die jetzt nicht so ausdifferenziert wirklich Digital Humanities als Gesamtstudienangebot dann sein müssen dürfen. Herr Schelbert. Achso, ja. Also bei dem Schema, was die Arbeitsgruppe erarbeitet hat, was auch letzte Woche schon in Graz zu sehen war, ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, dass ihr die Digital Humanities gerade auch mit diesem A bis E Schema so als so eine Zwischen- und Übergangszone vor allem erscheinen und also gerade auch vor dem Hintergrund dieser Ausschreibungen und wie spezifisch die dann zu sehen sind, stellt sich mir jetzt auch zunehmend die Frage, ob die Digital Humanities nicht doch auch so eigene Charakteristika haben, die so in diesem Schema so etwas untergehen. Also so eine Zone zwischen dem Geisteswissenschaftler, der halt etwas mehr Informatik macht, oder dem Informatiker, der etwas mehr. Denn also es sind doch, denke ich, auch Herausforderungen in Digital Humanities, die jetzt nicht aus dieser Übergangszone abgedeckt werden. Also ja, die spezifisch sind und ob man da nicht vielleicht auch im Hinblick auf das Profil von Studiengängen vielleicht mehr gucken sollte, dass man, ob man immer 30, 70 oder 70-30% Mischungen macht.
sondern eben Eigenwertigkeit. Also Sie sprechen da auf jeden Fall ein Kernproblem an, würde ich auch sagen. Dankeschön. Ich würde sagen, wir befinden uns auf dem Weg dorthin. Also als erstes gilt es, eine Reihe von Kompetenzen zu identifizieren, die wirklich die Digital Humanities als, nicht nur als Schnittmenge, sondern als der Bereich, der sich da herausbildet, zu identifizieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man sich dort die erkenntnistheoretischen Neuerungen anguckt, dass sich auf dieser Basis dann wirklich Digital Humanities als wirklich eigenständiges Lehrgebiet und Disziplingebiet manifestieren können. Carla vom BMBF. Ich habe zu den Professuren auch noch zwei Fragen. Das eine ist, ich weiß nicht, wie tief Sie da reingeschaut haben, lässt sich abschätzen, inwieweit oder woher die Professuren kommen oder sozusagen wie die Verteilungskämpfe dann jeweils aussehen, die hinter den Professuren stehen. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, angesichts der Tatsache, dass ich kriege das über die DH-Mailingliste auch mit eben Professuren und Mitarbeiterstellen ausgeschrieben werden, würden Sie das, was gestern diskutiert worden ist, also die Frage, lohnt es sich überhaupt in den Bereich zu gehen für Nachwuchswissenschaftler, weil es da ohnehin keine Stellen gibt, würde man nicht gerade im Moment sagen, das ist eigentlich umgekehrt und jeder, der jetzt richtig ausgebildet ist, hat gute Chancen, auch eine ordentliche Stelle zu bekommen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich qualifiziert genug dafür bin, diese Frage zu beantworten. Ich würde vermuten, dass also gerade viele der neueren Ausschreibungen von den Zentren, den Digital Humanities Zentren stammen und dass es sich dabei jeweils auch um befristete und Juniorprofessuren handelt, ist natürlich nicht unbedingt ein Kriterium dafür, dass es sich um nachhaltige Entwicklungen handelt, sondern also kritisch zu bewerten. Andererseits würde ich auf jeden Fall vermuten, dass eine entsprechende Qualifikation in den Digital Humanities durch entsprechende Nachwuchsförderung grundsätzlich zu befürworten ist, weil es einen einfach auch für die zukünftigen Medienentwicklungen befähigt, also ganz prinzipiell in der Arbeitswelt. So. Ja, vielen Dank, Johanna. Danke auch. Und wir machen direkt weiter mit einem Thema, das ganz gut anschließt, nämlich mit dem, einem Erfahrungsbericht zum Thema Aufbau eines DH-Studiengangs. Diesen Erfahrungsbericht wird uns Andrea Rapp vorstellen. Sie ist Professorin für germanistische Computerphilologie an der TU Darmstadt und Medievistin. Sie ist seit vielen Jahren in TextGrid und Daria.de sehr aktiv und außerdem in den beiden, unter anderem in den beiden Projekten, die hier auch schon vorgestellt wurden, ePoetics und eCodecology. Und wir sind sehr gespannt, was sie uns zu den DH-Studiengangsaktivitäten in Darmstadt erzählen wird. Mhm. Vielen Dank, Christoph. Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich Ihnen ganz kurz vorstellen kann, wie wir konkret diese Dinge, die eben ja auch im Überblick so ein bisschen angeklungen sind, in Darmstadt umgesetzt haben. Es ist also, was ich vorstellen werde, ist ganz exemplarisch und nur auf unsere spezifische Situation ausgerichtet. Es ist also ein Erfahrungsbericht. Sicherlich sieht das an anderen Institutionen und anderen Universitäten anders aus aufgrund der Rahmenbedingungen. Ich denke, das ist ja eine ganz typische Sache. Nur um das nochmal ein bisschen zu rahmen und zu erläutern und zu illustrieren, die Digital Humanities sind nicht so einfach zu fassen, das sagen wir immer wieder, das ist unser Mantra. Und das ist einfach so, weil natürlich sehr viele unterschiedliche Aspekte da hineinspielen, weil es eben bereits vielfältig und in bestimmten Bereichen, denke ich, auch wirklich bereits wieder ausdifferenziert ist. Das ist aber sicherlich auch das Wesen einer Wissenschaft. Also nur, um einen kleinen Eindruck davon zu bekommen, die Grafik von Patrick Saale hier, die sicherlich viele kennen, zeigt das ganz schön, dass da eben unterschiedliche Bereiche anzusprechen sind. Und in dem Zusammenhang ist es für mich eigentlich auch sehr einleuchtend, dass man nicht alle diese Bereiche ansprechen kann, in einem Studiengang, in vier Semestern zusammenfassen kann und alles abdecken kann, sondern dass man da eben einfach Schwerpunkte und Profile entwickeln muss. Und ich denke, dafür sind wir ja auch da. Und das ist ja auch das Schöne, dass sich dann eben dieses Mosaik oder diese Sphären hier, dieses bunte Bild am Ende ergibt, wenn wir alles zusammentun.
Die TU Darmstadt ist, wie der Name sagt, eine technische Universität. Das ist etwas sehr Spezifisches und Besonderes. Es ist etwas anderes als eine Volluniversität und das diktiert natürlich auch die Rahmenbedingungen, unter denen so ein Digital Humanities Studiengang oder Studiengänge stehen. Meinen Kollegen in Darmstadt muss ich nicht erklären, dass ich digital arbeiten möchte oder dass das irgendwie in die Studiengangslandschaft, das Profil der TU hineinpasst. Das finden die vollkommen selbstverständlich. Auf der anderen Seite habe ich aber natürlich nicht 30 geisteswissenschaftliche Disziplinen, die das auf dieser Seite unterfüttern. Das ist also das Spannungsfeld, in dem man steht. In der Informatik haben wir jetzt aus unserem geisteswissenschaftlichen Institut heraus gute Möglichkeiten der Kooperation mit der Informatik, die da auch einen entsprechenden kleinen Schwerpunkt hat, mit dem UKP-Lab und gewissen anderen Professuren, sodass sich da Anknüpfungspunkte auch jenseits von Ingenieursinformatik ergeben. Unser Institut vertritt im Wesentlichen eine Philologie, die Germanistik. Und das Institut selbst hat entschieden, dieses Profil digital auszubilden. Wir haben das gemacht, indem wir gewissermaßen bestimmte Teile unseres Instituts, ich sage geopfert haben und dem Digitalen zugeschlagen haben. Es ist also keine zusätzliche Sache, die da hinzugekommen ist, sondern eine Richtungsentscheidung gewesen. Wir setzen darauf und wir haben unsere Philologie traditionell strukturiert, Linguistik, NDL, Medievistik, abgebildet in einem traditionellen Strang. Ich weiß leider kein besseres Wort dafür. Es wäre eigentlich ganz gut, wenn wir da mal ein Wort dafür finden. In einem traditionellen Strang und einen digitalen Strang. Aber die gesamte Philologie abgebildet und das ist natürlich auch das Profil, aus dem heraus dann der Studiengang entwickelt wird. Das heißt, das Potenzial ist da, um das einfach fachnah zu gestalten. Mein Slogan, den ich gerne immer wieder auch mantraartig verwende, ist, ich möchte Digital Humanities aus der Mitte des Faches in die Mitte des Faches. Also übergreifend, natürlich, das brauchen wir auch, aber ich finde auch ganz wichtig, wir brauchen das eben in den Fächern selbst auf diese Art und Weise zu forschen und zu lehren. Auch im Bereich der Studiengänge gibt es natürlich ein Umfeld, das berücksichtigt werden muss. Es muss in das Gesamtportfolio passen. Wir haben einen Lehramtszweig an unserem Institut, der bedient werden muss. Und wir haben eben eine Struktur in den Bachelor- und Master of Arts-Studiengängen, die einerseits traditionell sind und andererseits eben digital ausgebildet sind. Also wir haben keinen Monofach-Bachelor Germanistik, sondern einen Joint-Bachelor Germanistik, erkläre ich gleich noch. Und jetzt gerade frisch akkreditiert, vor 2 Wochen, den Bachelor of Arts Digital Philology und den Joint, also es ist ein Monofach-Bachelor und den Joint-Bachelor Digital Philology. Konsekutiv darauf aufsetzend, also wahlweise aus diesen Bachelor-Studiengängen können die Studierenden in den Master of Arts Germanistische Linguistik oder Linguistic and Literary Computing wechseln, wenn sie in Darmstadt bleiben wollen bei uns. Das Ganze ist also konsekutiv jetzt wieder fokussiert auf das Digitale, konsekutiv aufgebaut. Der Masterstudiengang ist derjenige, der schon länger existiert, fast 10 Jahre schon einmal reakkreditiert und bestätigt und eben neu startend jetzt im nächsten Wintersemester dann der Bachelor of Arts Digital Philology. Die Erfahrungen jetzt aus den letzten Jahren aus dem Master of Arts möchte ich ganz kurz schildern. Es ist natürlich kein Massenstudiengang, es ist ein relativ kleiner Studiengang. Die Tendenz geht so Richtung 15, 20 Studierende pro Jahrgang, was sehr gut ist, was genau richtig ist für so einen Master, denke ich. Also 25 wäre für uns schon das Maximum.
aufgrund der Betreuungsintensität. Es ist kein regionaler Studiengang. Das haben wir ja oft an Universitäten. Die Studierenden rekrutieren sich aus 50 Kilometer Umfeld. Das ist hier nicht so, sondern kommen gezielt aus ganz Deutschland zu diesem spezifischen Studiengang. Wir haben vermehrt auch internationale Bewerbungen, die oft entsprechende Vorbildungen auch haben dann. Die meisten unserer Studierenden haben einen ganz klassischen Bachelor of Arts gemacht, meistens in einer Philologie, aber es gibt auch andere schöne Beispiele. In letzter Zeit kommen vermehrt techniknahe Absolventen, also Computerlinguisten zum Beispiel, die sich dann doch für diese ein bisschen andere Richtung nochmal entscheiden. Einen Aspekt möchte ich ansprechen, weil mir der einfach in der täglichen Praxis sozusagen auffällt und weil ich das auch ganz interessant und sehr schön finde, dass ich keine richtige Erklärung habe. Wir haben überwiegend weibliche Studierende. Digital Humanities ist eigentlich ein männliches Fach, sage ich einfach mal so. Es gibt überwiegend männliche Mitarbeiter und auch Studierende. Bei uns gibt es 95% weibliche Studierende. Vielleicht, weil der Gegenstand das ist, was sie anzieht, nämlich Sprache und Literaturwissenschaft, aber das technologiebasiert zu machen. Vielleicht auch, weil unser Institut ziemlich weiblich geprägt ist, ich weiß es nicht. Ist aber interessant und sehr schön und für eine technische Universität auch sehr schön. Und noch ein Wort zu den Perspektiven unserer Absolventinnen. Wir haben standardmäßig keine echte Begleitung, systematische Begleitung der Absolventen. Das gibt es an der TU nicht. Wir kennen die aber natürlich sehr gut und wissen, was sie machen nach dem Studium. Viele machen natürlich mit einer Promotion weiter. Da können wir ja viele auch begleiten. Wir wissen auch, dass sie an andere Universitäten gehen und Assistentenstellen bekommen, dass sie in Forschungsinstitute gehen, dass sie in Verlage sehr oft gehen, Softwarefirmen, SAP ist bei uns natürlich naheliegend, oder in Webagenturen oder Ähnliches. Also das geht eigentlich recht flott, dass sie in den Beruf einsteigen. Der neue Studiengang, den wir, wie gesagt, gerade akkreditiert haben jetzt, also keine Erfahrungen darüber berichten können, ist dazu gedacht, also dieses Profil, was sich jetzt konsolidiert hat, so ein bisschen noch eine grundständigere Basis zu geben. Der Einstieg in Digital Humanities soll dabei relativ niedrigschwellig sein und soll auch ermöglichen, dass die Studierenden hinterher einen traditionellen Master machen können, wenn sie das wollen, aber natürlich auch einen DH-Master. Einmal haben wir das als Monofach, einmal haben wir es als Joint BA. Da ergeben sich natürlich jetzt ganz interessante Möglichkeiten mit einem anderen geisteswissenschaftlichen Fach oder vielleicht auch mit der Informatik zusammen, also so, dass man da schon so ein bisschen weiter in die technische Richtung spezialisiert ist. Das könnte sich ergeben, das müssen wir einfach jetzt abwarten, was sich da entwickelt. Aus den Akkreditierungen kann ich berichten, ich kann also nur ermutigen dazu, solche Studiengänge einzurichten, dass wir auch sehr ermutigt worden sind in den Akkreditierungen, insbesondere von den Fachkolleginnen, die ja oft stark aus den traditionellen Fächern noch kommen, dass wir gerade von den Vertreterinnen der Berufspraxis extrem ermutigt worden sind und gesagt haben, genau solche Geisteswissenschaftler wollen wir haben, die das machen, aber offen sind für die Technik. Also da sind wir wirklich extrem ermutigt worden. Was ich persönlich ein wichtiges Desiderat finde, ist, dass wir überlegen müssen, was passiert mit Lehramtsstudiengängen und Lehramtsausbildung. Wie weit wollen wir uns da rein engagieren? Oder eigentlich finde ich, wir müssen da Angebote machen für diese Leute, auch für Lehrerfortbildung natürlich. Das finde ich ist also ein wichtiger Punkt, dessen sich die Digital Humanities annehmen sollten. Und weil Wiederholung das stärkste Mittel der Rhetorik ist, habe ich auch diese Folien nochmal. Es gibt Möglichkeiten, sich zu beteiligen für die Community. Auch ich möchte dafür werben und dazu auffordern, sich zu beteiligen. Einmal an der Diskussion zum
Referenzcurriculum, einmal natürlich auch für die Course Registry, und meine Kollegin Sabine Bartsch freut sich, wenn Sie mitarbeiten, auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Andrea, für diesen Einblick bis in die Akkreditierungsfeedback. Ich bin da geprägt. Gibt es Anmerkungen, Fragen? Ja, da hinten ist schon die erste. Ja, danke. Mich würde interessieren, ob mal, geht auch ein bisschen auf den Vortrag vorher zurück, gibt es Überlegungen, berufsbegleitende Studienangebote abzuleiten? Also weil das jetzt in beiden nicht aufgetaucht ist. Also wenn man mal solche Grundlagen hat und das alles soweit, ist da was im Gange? Weil das wäre ja sozusagen so ein ganz entscheidender Punkt für Digital Humanities, wenn wir da so einen Schub kriegen wollen, dass wir auch die 35-plus-Generation erreichen. Mhm. Also die Überlegungen gibt es auf jeden Fall und ich würde das für sehr sinnvoll halten, da etwas aufzubauen. Wie das dann im Einzelnen ausgestaltet wird, ist natürlich schwierig. Also wir haben da schon zum Teil Versuche unternommen, das jetzt stark auf die wissenschaftliche Fortbildung, die Nachwuchsfortbildung auszurichten. Da bleiben wir auch am Ball mit konkreten anderen geisteswissenschaftlichen Institutionen, jetzt wie Max-Weber-Stiftung oder Akademien, uns auszutauschen und da gemeinsam was für all unsere Nachwüchse zu tun. Aber auch sowas wie Lehrerfortbildung oder so, das fände ich auch sehr, sehr interessant, oder berufsbegleitend, das fände ich sehr interessant. Also man kann das natürlich nicht einfach so machen, sondern wenn wir jetzt über Fortbildung oder Weiterbildung reden, dann haben wir sofort wieder einen riesigen Verwaltungsaufwand und haben solche Sachen wie Finanzierung solcher Programme da. Das ist eigentlich das, was jetzt noch so ein bisschen betrachtet werden muss und wo wir uns überlegen müssen, also wo wollen wir hin, wenn man dann irgendwann mal so ein Angebot macht und da müssen Leute bezahlen, teuer bezahlen dafür, das zu machen. Also da muss man das, glaube ich, sehr speziell und sehr sorgfältig ausrichten. Aber dass das sinnvoll wäre und dass wir so etwas machen wollen, auf jeden Fall. Jonas Kuhn, Uni Stuttgart. Ich hätte einen Kommentar auch nochmal im Zusammenhang zwischen den beiden Vorträgen und die Frage Spannungsfeld, Referenzcurriculum und Ausdifferenzierung. Ich denke, was du gezeigt hast, ist, jeder Standort, der irgendwie Digital Humanities betreibt, dadurch, dass das Feld nicht nur in einer Dimension, sondern in zwei Dimensionen hochgradig interdisziplinär ist, sollte im Grunde genommen auch diese Ausdifferenzierung, die jetzt in der Forschungslandschaft da ist, ein Stück weit reinnehmen und sich an dem Referenzcurriculum trotzdem orientieren, dass eine gewisse Kanonisierung da ist. Aber jetzt zu glauben, dass man wirklich im Studienbereich diese Ausdifferenzierung noch sehr weit zurückstellt, hielte ich für unklug. Also in dem Zusammenhang, denke ich, ist das ein schönes Beispiel dafür. So wie der Standort aufgestellt ist, sollte es dieses Feld, was ja bunt ist, erweitern. Und in dem Zusammenhang vielleicht nochmal der Appell, das klang eben so ein bisschen kritisch durch. Es gibt Standorte, die sich jetzt mit der Blume Digital Humanities schmücken wollen. Man kann es doch auch so sehen, es ist hervorragend, wenn irgendwo an einem Standort die Ausrichtung in die Richtung geht und eigentlich sollte die Community sich freuen und sagen, guckt, dass ihr euch in diese Kanonisierung einklingt, aber bringt eure eigene Ausrichtung rein. Und im Prinzip ist es doch eine Win-Win-Situation, wenn ein Standort da strukturell investiert und einfach ein Appell, das mal nicht so halbkritisch immer wieder zu sehen. Ja, was soll man dazu sagen? Das ist natürlich vollkommen richtig. Also deswegen ist das so wichtig, dass man sich beteiligt und austauscht und, glaube ich, so eine sinnvolle Ausdifferenzierung auch betreibt. Und natürlich ist es großartig, wenn eine Institution sich committet und sagt, ja, also wir wollen das ausbauen und dann muss man halt einfach sehen, wie das im Einzelnen ist. Also ich denke, da müssen wir jetzt noch 3 bis 5 Jahre mal weitersehen. Also da haben sich ja dann sehr viele Professuren etabliert und mehr Studiengänge etabliert. Und dann haben wir auch Absolventinnen. Und also dann entscheidet sich auch, glaube ich, wirklich, wohin die Reise geht. Und was uns aber alle natürlich ermutigen sollte und ich finde, was wir auch politisch anwenden sollten, ist also dieses
also Berufsorientierung, was wir ja vielleicht als Forscherinnen und Forscher nicht immer im ersten Blick haben, was aber natürlich einfach eine schöne Perspektive ist, zu sagen, also ihr könnt so spannende Sachen machen und es ist alles so aufregend und dynamisch, aber ihr könnt auch wirklich hinterher genauso interessante Jobs finden. Oder auch an so einem Arbeitgeber wie SAP, sowas ist natürlich hochattraktiv, also für viele, das ist klar. Gut, auf dieser positiven Note beschließen wir die Diskussion und gehen über zum nächsten Beitrag. Jenny Oltersdorf wird uns berichten zum Thema digitale Sammlungen als Grundlage wissenschaftlichen Forschens. Frau Oltersdorf ist an der SUB Göttingen in der Abteilung Forschung und Entwicklung tätig und leitet dort unter anderem die Gruppe Informationsarchitekturen. Sie hat Informationswissenschaft und evangelische Theologie studiert und interessiert sich insbesondere für Informationsethik, Wissenschaftsmanagement und Forschungsevaluation. Und auch sie ist derzeit Mitarbeiterin in daria.de im Göttinger Team. Bitte. Ja, danke schön. Also in den nächsten 10 Minuten soll es um digitale Sammlungen als Grundlage wissenschaftlichen Forschens gehen. Und das, was ich gerne tun möchte, ist die eher grundsätzliche Frage stellen, was ist eigentlich eine digitale Sammlung? Wer beschäftigt sich derzeit mit dieser Thematik? Also welche Aktivitäten gibt es zur Schärfung dieses Begriffs? Und welche verschiedenen Blickwinkel auf Sammlungen sind dabei zu beachten? Auf der letzten Folie finden Sie dann noch ganz kurz Links und Referenzen zum Thema. Was ist eine digitale Sammlung? Warum jetzt eigentlich diese Frage? Naja, also es arbeiten eben immer mehr Geisteswissenschaftler mit digitalen Daten und sie produzieren natürlich auch digitale Daten, die dann immer wieder auch zu Sammlungen zusammenkommen. Und genau deshalb ist es tatsächlich auch notwendig, sich die verschiedenen Konzepte hinter diesen Sammlungen anzuschauen, weil daraus sehr praktische Fragen erwachsen, nämlich Fragen der Nachnutzbarkeit, Fragen der Zugänglichkeit und auch Fragen der Sichtbarkeit von digitalen Sammlungen. Es ist nicht nur generell natürlich schön und wünschenswert, wenn in der Kommunikation unter Wissenschaftlern ein Verständnis dafür da ist, was eine digitale Sammlung eigentlich ist, was sie ausmacht, wie sie in den Forschungsprozess integriert ist, sondern es wird beispielsweise unerlässlich tatsächlich zu verstehen, was eine digitale Sammlung ist, wenn man über rechtliche Aspekte, eben zum Beispiel der Nachnutzung, spricht. Ein ganz klares, präzises Verständnis davon, was eine digitale Sammlung ist, was sie vielleicht nicht ist, wie sie genutzt wird und so weiter, ist notwendig, wenn juristische Entscheidungen getroffen werden sollen. Es ist auch notwendig, natürlich ein genaues Verständnis davon zu haben, was eine digitale Sammlung ist, wenn man diesen ganzen DH-Bereich durch entsprechende Infrastruktur unterstützen möchte. Das heißt, Sie müssen schon verstehen, wie eigentlich die Forschung funktioniert, in welchen Bereichen Sammlungen eingesetzt werden, wie sie überhaupt zustande kommen, welche Anforderungen an digitale Sammlungen es gibt, wenn Sie entsprechende Infrastrukturangebote machen möchten. Aus dem Grund beschäftigt man sich also unter anderem im Projekt Daria mit dieser Frage. Und in Daria sind es vor allem die Mitarbeiter in Cluster 4, die sich diese Frage stellen. Denn eine Hauptaufgabe in Cluster 4 ist es, Geisteswissenschaftler beim Aufbau von digitalen Sammlungen zu unterstützen. Das geschieht unter anderem sehr konkret dadurch, dass in Cluster 4 ein Repository konzipiert und aufgesetzt wird, das also als Repository-Lösung für geisteswissenschaftliche Forschungsdaten und Sammlungen funktionieren soll. Es werden in Cluster 4 Richtlinien zur Planung von Sammlungen erarbeitet und es werden also bestehende Sammlungskonzepte in Theorie und Praxis untersucht, analysiert. Und es ist auch so, dass in Cluster 4 Best-Practice-Empfehlungen für die Nutzung oder für Metadatenstandards und Metadatenformate erarbeitet werden. Neben diesen Tätigkeiten in Cluster 4 ist es auch die AG Research Data Lifecycle, die sich so ein bisschen mit der Frage beschäftigt, was ist eine wissenschaftliche Sammlung? Wie der Titel schon sagt, eben Research Data Lifecycle, also wie funktioniert der Forschungsdatenzyklus und wie ist er eigentlich in den Forschungsprozess eingebunden? Neben diesen reinen Daria-Aktivitäten möchte ich unbedingt erwähnen, das Stakeholder-Gremium Wissenschaftliche Sammlungen,
Bei diesem Gremium handelt es sich um ein Gremium, glaube ich, derzeit aus 25 festen Mitgliedern. Da handelt es sich um Experten aus Universitäten, aus Bibliotheken, aber eben auch aus, sind auch Fachwissenschaftler vertreten, aus unterschiedlichen Forschungseinrichtungen und auch NGOs. Ziel dieses Gremiums ist es tatsächlich dann, diese verschiedenen Kompetenzen, die die Leute mitbringen durch die verschiedenen Herkünfte sozusagen, diese Kompetenzen zu bündeln und die Anforderungen an Sammlungen, die es in ihren Communities gibt, im Gremium zu diskutieren und sie dann auch wieder in die Gremien, in die Communities zu tragen. Ziel ist es natürlich, die Kommunikation dann innerhalb der DH-Wissenschaftler, der Forschenden zu stärken und durch diese gesamte Diskussion auch wissenschaftspolitische Akteure und Forschungsförderer für die Thematik zu sensibilisieren. Die allererste Sitzung des Gremiums im vergangenen Jahr stand unter der Frage, die ich eingangs gestellt habe: Was ist eigentlich eine digitale Sammlung? Und es ist relativ schnell klar geworden, also diese Frage ist nicht so trivial, wie sie vielleicht scheint, und sie zu beantworten ist also tatsächlich schwierig, und es kommt vor allem auf die Perspektive, auf den Blickwinkel an. Es macht also einen sehr großen Unterschied, ob Sie einen Vertreter aus einer Gedächtnisorganisation dazu befragen, was eine digitale Sammlung ist, oder ob Sie einen Einzelforscher, einen Fachwissenschaftler dazu befragen. Und je nachdem, wen Sie dann als Einzelforscher befragen, auch da gibt es also ein sehr breites Spektrum des Verständnisses und der Ansprüche an digitale Sammlungen. Ich habe das jetzt hier mal nur in drei Beispielen aufgelistet. Wenn Sie sich also die Datenstrukturen digitaler Sammlungen in den Gedächtnisorganisationen anschauen, dann ist es so, dass diese Datenstrukturen natürlich etablierten Standards entsprechen. Ein Einzelwissenschaftler oder aus der Perspektive des Einzelwissenschaftlers ist es so, dass die Strukturen, die dann angelegt werden in der digitalen Sammlung, absolut der Forschungsfrage angepasst sind. Das heißt, das Forschungsinteresse steht im Vordergrund, und je nachdem, wie die Frage beantwortet werden kann, werden eben die Daten dann strukturiert. Natürlich spielen die persönlichen Vorlieben und Abneigungen des jeweils Forschenden auch eine Rolle. Auf jeden Fall ist es aber so, dass es eben für den einzelnen Forscher gar keine feststehenden Regeln gibt, wie er so etwas zu tun hat. In den Gedächtnisorganisationen gibt es präzise Regeln für den Auf- und Ausbau von Sammlungen. Also wir denken jetzt an Sammlungsaufträge in Bibliotheken beispielsweise oder Regeln für die Aussonderung von Objekten aus Gedächtniseinrichtungen. Der Prozess des Sammlungsaufbaus und des Sammlungsumbaus ist aus Wissenschaftlerperspektive auch wieder komplett der Forschungsfrage bzw. dem Erkenntnisinteresse untergeordnet. Das heißt, es gibt neue Quellen, dann verändert sich natürlich die komplette Datenlage, die ganze Sammlung wird nochmal erweitert, umgeworfen und so weiter. Sammlungen in Gedächtnisorganisationen müssen per se natürlich nicht in einem wissenschaftlichen Kontext erstellt worden sein. Vielmehr ist es so, dass dann ihre Aufbereitung, also ihre Ausstattung mit Metadaten und so weiter, darüber entscheidet, ob und wie sie wissenschaftlich genutzt werden kann. Wohingegen es so ist, dass natürlich aus Wissenschaftlerperspektive auch die wissenschaftliche Fragestellung ganz grundlegend dafür ist, eben wie diese Sammlung erstellt wird. Bleiben wir bei dieser Wissenschaftlerperspektive, so ist es so, dass die Vielfalt der Sammlungen, die es gibt und die dort entstehen, auch unter anderem belegt werden kann durch eine derzeit laufende Untersuchung an der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Dort findet derzeit eine Befragung von Einzelwissenschaftlern statt, also Stipendiatinnen, Gastwissenschaftler, wissenschaftliche Mitarbeiter. Das, was dort gefragt wird, ist im Prinzip, wie forschen Geistes- und Kulturwissenschaftler, welche konkreten Tätigkeiten führen Sie aus, also gedacht ist an solche Dinge wie Bibliografieren, Annotieren, wie schreiben Sie, wie präsentieren Sie und so weiter, welche Programme nutzen Sie dafür, welche Dateiformate verwenden Sie. Es wird auch gefragt, welche Forschungsdaten im Laufe dieses Prozesses anfallen, wie diese Forschungsdaten dann gespeichert werden, was passiert mit den Daten eigentlich nach Abschluss eines Projektes. Und wie Sie sehen, ist also die Diversität der verwendeten Programme und Dateiformate riesig groß. Das ist also jetzt eine ganz, ganz kleine Auflistung, und sie reicht also von Literaturverwaltung mit Citavi über handschriftliche Annotationen und spiegelt also im Bereich der Dateiformate beispielsweise also dann die verschiedenen Objekte wider. Es geht also
auch im geisteswissenschaftlichen Forschungsprozess um Zahlen in Tabellenformaten. Es geht natürlich um Text, es geht um Bilder, es geht um Audiodateien und so weiter. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass digitale Sammlungen sich in den geisteswissenschaftlichen Disziplinen höchst heterogen zusammensetzen können. Sie sind ganz unterschiedlich im Hinblick auf ihre Provenienz. Sie sind natürlich unterschiedlich im Hinblick auf die Forschungsfrage und das Forschungsinteresse. Sie variieren im Hinblick auf den Entstehungs- und Erhebungskontext. Und sie variieren auch im Hinblick beispielsweise auf die Granularität der Sammlung. Also sprechen wir eigentlich über Volltexte, Volltextsammlungen, sprechen wir über Digitalisate, sprechen wir über Metadaten, sprechen wir über Digitalisate mit Metadaten. Also worüber reden wir da eigentlich? Was ist so eine Sammlung? All das Genannte, natürlich jetzt ohne Anspruch auf Vollständigkeit, sind eben die Komponenten, die bedacht werden sollten bei der Schärfung des Begriffs digitale Sammlung. Die Vielfalt und Heterogenität der Sammlungen in den Geisteswissenschaften macht es meiner Meinung nach notwendig, sich eben auch mit diesen theoretischen Grundlagen, mit dem theoretischen Verständnis hinter den Sammlungen, mit den Sammlungskonzepten zu beschäftigen, denn daraus werden eben ganz praktische Fragen, die dann eben im Bereich der Nachnutzbarkeit und vor allem im Bereich der Sichtbarkeit dieser Sammlungen zu suchen sind. Also die Frage, wo finden Sie denn eigentlich die geisteswissenschaftlichen Forschungsdaten? Und hier auf der letzten Folie noch, wenn es Sie dann interessiert, die natürlich Daria.de Homepage, das erwähnte Daria Repository und der letzte Link ist der Verweis auf die derzeit laufende Umfrage an der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel. Dankeschön. Ja, ganz vielen Dank. Ganz vielen Dank. Gibt es Rückfragen, Anmerkungen, Kommentare? Eichinger, Institut für Deutsche Sprache, Mannheim. Ich frage jetzt mal kurz, und wenn man das in der Kürze nicht versteht, erläutere ich gerne noch. Spielt für die Gedächtnisorganisationen, Sie haben ja gesagt, es muss nicht wissenschaftlich basiert sein oder so, das war auf einer Folie. Gibt es die Kategorie der Sammlungswürdigkeit und der Relevanz der Sammlungstiefe, Granularität, Orientierung an Interessen der Wissenschaftler, die jetzt andersrum bloß vorkamen? Also welche Rolle vielleicht so ein Konzept wie Sammlungswürdigkeit in diesem Kontext spielt? Ich würde also unbedingt sagen, natürlich gibt es das. Also Sie sehen das im Hinblick auf, einfach auch im Hinblick auf die Sammlungsaufträge, die Bibliotheken hier haben und dann eine entsprechende Auswahl treffen müssen. Das also würde ich unbedingt bejahen. Natürlich gibt es das, aber es ist eben einfach ein Unterschied, ob etwas in einer Bibliothek sozusagen gesammelt ist oder dort vielleicht auch digitalisiert wird und dann als Sammlung existiert oder ob es eben unter einer speziellen, ganz konkreten wissenschaftlichen Frage von einem Forscher angelegt wird. Das ist der Unterschied, auf den ich abheben wollte. Gibt es andere Fragen im Moment? Sonst habe ich eine kleine Frage zwischendrin. Oder war das eine? Sie haben ja sozusagen als zentrale Herausforderung eigentlich herausgearbeitet, dass also die Wissenschaftler sehr spezifische Fragestellungen haben, sehr spezifisch ihre Sammlungen strukturieren, annotieren wollen. Das ist ja, glaube ich, eine der Herausforderungen eben auch für Infrastruktur, für solche Projekte. Gibt es da sozusagen Ideen, Ansätze, wie man mit dieser Herausforderung umgeht, aus Perspektive einer SUB oder Daria.de? Oder so. Also genau darum geht es ja unter anderem in dem Gremium, dass man tatsächlich diese verschiedenen Perspektiven überhaupt erstmal an einen Tisch bringt und versucht, die Ansprüche, die vielleicht von Seiten einer Bibliothek da sind, an eine gewisse Datenstruktur, damit Daten über längere Zeit gespeichert werden können beispielsweise, verständlich macht, vielleicht an den Doktoranden, der nun gerade seine Arbeit abgeschlossen hat und dessen Daten, dessen Auswertung der Literaturlisten kunsthistorischer Professoren einfach nur im CSV-Format vorliegt. Das ist sozusagen die Übersetzungsleistung, die gerade stattfinden soll in diesen Gremien und im Projekt Area. Okay, vielen Dank. Gibt es andere Fragen? Wenn nicht, dann würden wir direkt weitermachen. Vielen Dank nochmal. Ja, es freut mich sehr, dass wir jetzt Hubertus Kohle hören werden. Er hat den Lehrstuhl für mittlere und neuere Kunstgeschichte an der LMU München inne. Seine Forschungsgebiete sind die
Kunst Frankreichs und Deutschlands seit dem 18. Jahrhundert bis zur klassischen Moderne und natürlich die digitale Kunstgeschichte. Er ist auch Autor eines Bandes zum Thema mit dem Titel Digitale Kunstgeschichte. Für uns in unserem Kontext interessant ist auch noch, dass er Mitherausgeber von Sehpunkte und Zeitenblicke ist. Und er ist natürlich beteiligt an einem meiner Lieblingsprojekte, nämlich Artigo. Und er wird jetzt aber nicht zu Artigo oder nicht direkt zu Artigo sprechen, sondern zu der Frage der rechtlichen Rahmenbedingungen digitaler Bilder in der Kunstgeschichte. Tja, danke schön, Herr Schech. Als ich gefragt wurde, über rechtliche Rahmenbedingungen zu reden, habe ich die Frau Neu... Gottes Willen, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Die Frau Neuroth gefragt, ob das nicht das Richtige wäre für einen Juristen. Da meinte sie, nein, ich will es aus der Fachperspektive haben. Deswegen heißt es ja auch am Beispiel der Kunstgeschichte. Neben den vielen Nachteilen, die das hat, hat es einen Vorteil. Sie werden mit Sicherheit erheblich mehr verstehen, als Sie eventuell befürchtet haben. Ich habe dem Ganzen einen Untertitel gegeben, gesetztes Recht und gefühltes Recht. Das würde ein Jurist wahrscheinlich schon mal sowieso nicht machen. Voraussetzungen, Reproduktionen sind das Mittel der Wahl in den materiell orientierten Geisteswissenschaften, Kunstgeschichte, Archäologie und andere. Die gesamte Lehr- und Forschungspraxis beruht auf Reproduktion. Es wird zwar immer wieder gesagt, wir müssen die Originale in Betracht ziehen. Stimmt natürlich, machen wir auch. Aber erstens ist das in der Praxis weniger der Fall. Zweitens finde ich, muss man auch mal, das ist ja im Kontext gerade der digitalen Reflexion auch passiert, den Vorteil der Reproduktion gegenüber dem Original sehen. Das ist das erste, aber auch eines der letzten Fettnäpfchen, in die ich jetzt hier reintrete. Das hat natürlich den Nachteil, dass die Reproduktionen nach Gegenständen stattfinden, die in privat oder öffentlichem Besitz sind und dass diese Besitzer gerne mal für das Inanspruchnehmen von Reproduktionen auch Geld haben wollen. Und da entsteht das große Problem. Unter den analogen Bedingungen war das nicht so problematisch. Die Diathek, früher hatten gute kunsthistorische Institute eine große Diathek, 300.000 Dias drin. Da hat die VG Bild als die rechte Vertreterin gesagt, das interessiert uns nicht, wenn ihr das dann nur am Ort verwendet, geht. Schwieriger wird es schon bei Buchpublikationen, bei den Megaseller-Auflagen von Dissertationen von etwa 300, die wir so haben, muss man immer schon ganz schöne Gebühren bezahlen. Das kann durchaus ein Drittel der gesamten Druckkostenzuschüsse sein. Also in der Kunstgeschichte ist es durchaus üblich, 10.000 Euro und drüber für solchen Megaseller zu investieren, was schon anzeigt, dass das gesamte Geschäftsmodell natürlich auf Dauer nicht mehr funktionieren wird. Unter anderem deswegen kämpfe ich auch immer gerne für Open Access. Noch schlimmer wird es natürlich unter Internetbedingungen. Wenn theoretisch 2 Milliarden Leute auf diese geschätzten Bilder und Reproduktion schauen können, dann denken die Rechtevergeber, beziehungsweise diejenigen, die dafür Gebühren haben wollen, dass sie da so richtig ein dickes Geschäft machen können, beziehungsweise sie sind sehr zögerlich in der Vergabe. Es gibt daher viele Leute, die behaupten, dass der Übergang ins digitale Zeitalter für so eine Wissenschaft wie die Kunstgeschichte gehandicapt wird. Ich würde sogar sagen, es spricht manches dafür, dass er dadurch glatt verunmöglicht wird. Also es gibt eine sehr große Zurückhaltung mit Kunstwerken in eine digitale Online-Öffentlichkeit zu gehen, bei allen Chancen, die das hat. Jetzt gehe ich aber erstmal zurück auf die verschiedenen Parameter, die auf die Frage der Reproduktionsgebühren einen Einfluss haben. Der erste ist natürlich der Künstler, der zweite ist der Fotograf, die Fotografin, der oder die diese Reproduktion herstellt. Der dritte, wird gerne übersehen, ist die Gattung des Werkes. Architektur, Malerei, Grafik. Und der vierte ist der Kontext der Veröffentlichung. Beim Künstler ist die Sache einigermaßen klar. 70 Jahre muss er tot sein. Sobald das der Fall ist, geht das Werk in Gemeingut über und kann frei verwendet werden. Stellen Sie sich vor, ein Künstler, der in seinem jugendlichen Alter 1880 ein Bild gemalt hat und dann 1950 stirbt, steht immer noch unter Schutz. Also damit wäre die ganze Moderne weg. So extrem ist es natürlich nicht. Gerade bedeutende Vertreter der klassischen Avantgarde sind inzwischen gemeinfrei. Aber trotzdem wird insbesondere die moderne Kunstgeschichte dadurch natürlich noch stark berührt. Zweiter Punkt, die Gattung des Werkes. Hier ist die 70-Jahre-Frist dann hinfällig, wenn es sich um Architektur handelt. Von außen aber nur. Architektur dürfen Sie auch dann reproduzieren und ins Internet stellen.
Wenn der Architekt noch keine 70 Jahre tot ist oder, was ja auch vorkommen soll, wenn er sogar noch lebt. Aber Sie dürfen nicht von innen fotografieren, Sie dürfen auch nicht auf Leitern steigen. Ein Jurist könnte Ihnen jetzt genau sagen, auf welches Grundstück Sie draufgehen dürfen, um zu fotografieren und auf welches Sie nicht, wie hoch die Leiter sein darf und all dieser Kokolores. Auf jeden Fall, das Ganze führt natürlich zu einer starken Verunsicherung, die leider häufig auch dazu führt, dass man es dann lieber ganz sein lässt. Eine Sache, die sehr wichtig ist, bei Reproduktionen nach Reproduktionen, und das ist die Praxis, die wir normalerweise haben, wir reproduzieren meistens nach Büchern, nur dreidimensionale Gegenstände erzeugen ein eigenes Schutzrecht. Komme ich gleich nochmal drauf. Bei Architektur hat der Fotograf ein eigenes Recht, das auch zu finanzieren ist, wenn er es will. Bei Flachware, Bildern, Grafik, ist das nicht der Fall. Und viertens, der Kontext der Veröffentlichung, damit ist natürlich das Zitatrecht gemeint, das bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen all die Einschränkungen bricht, aber das muss restriktiv gehandhabt werden. Also nicht immer gleich farbig reproduzieren und nicht immer gleich groß reproduzieren, aber es gibt die Möglichkeit. Damit kann ich auch einen Beuys reproduzieren, selbst wenn Frau Eva Beuys dann wieder angerannt kommt und das verhindern will, da wird die ganze Auflage eingestampft. Nein, da muss man auch mal ein bisschen hart bleiben und sagen, Zitatrecht, unter den bestimmten Bedingungen. Jetzt das gefühlte Recht. Das gefühlte Recht ist eben so, dass insbesondere auch in den Museen die Leute immer denken, sie hätten ein eigenes Recht an diesen Gegenständen. Ich rede jetzt, klar, bei Künstlern, die noch keine 70 Jahre tot sind oder noch leben, ist das Recht gegeben und wird meistens über die VG Bild verwaltet. Aber bei älteren Künstlern gibt es bei Flachware kein eigenes Recht. Sie müssen aber, wenn Sie Bilder aus Museen haben wollen, die Sie reproduzieren wollen, immer wieder Gebühren bezahlen. Und diese Gebühren können verdammt hoch sein. Sie werden häufig nach der Auflagenhöhe bestimmt, was unlogisch ist, weil das die Logik des Urheberrechts ist, die dahinter steckt, und nicht etwa die Logik des Machens. Die Dinger müssen natürlich auch hergestellt werden. Das Dumme ist, Sie können so einem Museum jetzt auch nicht sagen, das stimmt doch überhaupt nicht. Sie machen da das, was Klaus Graf, der scharfzüngige, aber auch sehr scharfsichtige, von vielen von Ihnen mit Blut im Kopf erinnerte Historiker aus Aachen, Copy Fraud nennt, können Sie ja schlecht sagen, weil Sie müssen ja von dem Museum das Bild kriegen. Also da jetzt arrogant aufzutreten und zu sagen, hör mal, liebes Museum, was ihr da behauptet, stimmt überhaupt nicht, das bringt nicht so wahnsinnig viel. Man muss irgendwie mit denen hinkommen. Ich würde mal zwei Konsequenzen aus dieser von mir jetzt stark vereinfacht dargestellten Sachlage formulieren. Einmal eine politische Konsequenz, einmal eine persönliche Konsequenz. Die politische Konsequenz ist, alle hier im Raum müssen dafür arbeiten, dass der Gedanke des Open, der hier an vielen Stellen immer wieder formuliert wurde, sich immer mehr in der Öffentlichkeit etabliert. Wir hatten gestern Morgen bei der Einführung durch die Staatssekretärin den Hinweis darauf, dass für Bildungsorganisationen bis zum Ende der Legislaturperiode diese Copyright-Bestimmungen modifiziert werden sollen. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt, aber es wäre natürlich ausgesprochen wichtig. Und wir müssen sozusagen die Fahne auch hochhalten. Kulturarbeit funktioniert insbesondere unter Bedingungen der Offenheit. Und dann finde ich auf der anderen Seite für jeden persönlich, das betrifft Sie jetzt wahrscheinlich weniger, weil weniger Kunsthistoriker und Kunsthistorikerinnen unter uns sind, aber man muss auch nicht immer denken, dass eine Dissertation dadurch besser wird, dass ich jedes Bild Vollformat in Farbe reproduziere. Klar, wenn ich bei der Mona Lisa meinen Diskurs über das Schwarze unter den Fingernägeln pflegen will, dann muss ich natürlich auch eine große Abbildung haben, aber im Normalfall ist das überhaupt nicht nötig. Also auch mal mehr bescheiden, vielleicht auch mal nur schwarz-weiß abbilden. Klein abbilden, so wie es von der VG Bild auch vorgegeben wird. Und sich damit zufrieden geben, auch wenn das vielleicht nach außen nicht so toll aussieht. Dann aber auch das Zitatrecht gegenüber den Leuten, die das Bild zur Verfügung stellen, durchkämpfen. Nicht einfach, weil die Museen werden dann sagen, ja, wir müssen ja auch Geld dafür haben, dass das Bild überhaupt erstmal reproduziert wird. Aber ein wichtiger weiterer Punkt wäre wohl auch, dass man mit den Museen verhandelt, dass man nicht immer gleich alles akzeptiert, sondern dass man auf seine eigene, zum Beispiel finanzielle Situation verweist, auf die Auflagenhöhe des Buches und solche Sachen. Da kann man normalerweise einiges
bei rausholen. Ich würde aber insbesondere auf den ursprünglich von mir formulierten Punkt, nämlich, dass der Übergang ins digitale Zeitalter für so eine Wissenschaft wie die Kunstgeschichte nicht nur gehandicapt, sondern eventuell sogar behindert oder verhindert wird, vor allen Dingen dafür plädieren, dass wir auf der politischen Ebene weiter sozusagen lobbyistisch tätig sind. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Kohle, für diesen, wie ich finde, für so ein komplexes Thema sehr klaren und einleuchtenden Vortrag. Gibt es Fragen und Anmerkungen zu diesem Thema? Hier gleich. Hallo, habe ich das zum Schluss richtig verstanden? Sie haben einen Appell gemacht an die Wissenschaftler, in den Kulturbereichen lobbyistisch tätig zu sein? Oder habe ich das falsch verstanden? Ne, doch, also... Na Gott, ich meine, wir haben verschiedene Möglichkeiten über die sozialen Medien, über direkte Ansprachen von Politikern und was weiß ich alles. Das ist ja auch im Zuge der Urheberrechtsreform passiert, da hat es ja ganze Initiativen gegeben. Da sollten wir den Druck aufrechterhalten und darauf hinweisen. Ich meine, im Grunde genommen schaden sich ja die Rechteinhaber selber dadurch. Oskar Schlemmer, ein herausragender Vertreter der Avantgarde, ist jetzt durch eine große Ausstellung in Stuttgart wieder prominent vertreten worden, war aber vorher aus dem Gedächtnis der Kunst des 20. Jahrhunderts halb verschwunden. Und warum? Weil er so eine, Entschuldigung, wenn ich das so sage, dämliche Familie hatte, die jede Form von Reproduktion verhindert hat. Nicht-Reproduktion ist Verlust des Gedächtnisses. Und das müssen wir den Leuten eintrommeln geradezu. Man hat dem armen Herrn Schlemmer, heißt er wirklich Oskar? Doch, ne? Dem armen Herrn Schlemmer keinen Gefallen damit getan, dass man immer verhindert hat, dass er reproduziert wird. Ich fand die Überlegung auch so schön sofort. Gustav Mahlers Renaissance fand, warum wohl, 70 Jahre nach seinem Tod statt. Dann ging es los. Da können Sie sich jetzt mal überlegen, womit das zusammenhängt. Ja, vielen Dank. Also ich hatte mich vorhin vorgestellt, Georg Schelbert, Humboldt-Universität Kunstgeschichte. Die Darstellung der Dramatik der Situation, also wirklich auch ganz wunderbar prägnant. Der Schluss jetzt im Hinblick auf die gedruckten Dissertationen und so weiter, den fand ich jetzt insofern ein bisschen unbefriedigend, was das Digitale angeht, weil sicherlich Schwarz-Weiß-Abbildungen in Kleinauflagen und so weiter, das kriegen wir auch immer noch durch. Aber im Digitalen ist ja eigentlich unser Interesse an die Bilder jederzeit unbegrenzt von überall her ranzukommen. Also für alle Arten von, was ja bei uns erst anfängt, automatische Analyse, Auslese etc., was man auch immer machen möchte, was ja überhaupt erst die digitalen Methoden richtig begründet, brauchen wir eigentlich den völlig uneingeschränkten, dauerhaften Zugang. Ja. Und da müssten wir dann natürlich die Latte noch ein bisschen höher hängen in Forderungen. Ja, ich habe aber, gut, dass du das nochmal sagst, ich habe ausdrücklich auch online damit gemeint. Ich habe nicht nur gedruckt gemeint. Auch online kann man natürlich erstmal kleinere Reproduktionen machen. Ich weiß nicht, wie es mit dem Verlinken ist, jetzt wird es natürlich schwierig. Ich verlinke dann einfach auf eine große Fabi-Reproduktion und sage, aber selbst das ist rechtlich schwierig. Ich habe beides gemeint. Mal grundsätzlich muss man sich schon mal, vor allen Dingen auch mal klar machen, das Internet hat kein anderes Recht als das Analoge. Zwar gibt es neue Probleme, aber grundsätzlich gibt es kein bürgerliches Gesetzbuch fürs Internet. Ja, Stecker jetzt zur Augustbibliothek. Ich will vielleicht doch nochmal für das Problem, das die Gedächtnisorganisationen an der Stelle haben, eine Lanze brechen. Es ist eine gute Idee, mit den Museen zu reden. Man erreicht sicher auch einiges auf diesem Wege. Aber das eigentliche Problem ist, glaube ich, auch ein Problem der Finanzierung. Das heißt, wesentliche Finanzierungsoptionen entstehen aus dem Verkauf und Reproduktion, nach meiner Wahrnehmung, gerade in Museen. Bei Bibliotheken ist das nochmal vielleicht jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen anders, aber gerade bei Museen hängen davon ab, dass diese Zuflüsse kommen und die Ministerien rechnen mit diesen Zuflüssen. Das heißt, es gibt, wenn diese Zuflüsse nicht kommen, keinerlei Kompensation für die Museen, die sie auch benötigen. Also es ist sozusagen etwas schwierig, auf der einen Seite die Museen zu geiseln, aber nicht zugleich diesen Sachverhalt mit aufzuspießen. Und der richtige Weg wäre, eigentlich mal nachzufragen, sind die Ordnungen und Erlasse, die dahinterstehen, dazu führen, die Benutzungsordnung des Museums ABC sagt, sie müssen Reprogebühren erheben, das heißt, die verhalten sich ja ordnungswidrig, wenn sie es nicht täten, sind die eigentlich zulässig und muss man da nicht die Politik adressieren und sagen,
ihr ruft auf der einen Seite nach Wissenschaftsschranke und Open Access, aber handelt im Grunde hier ganz anders. Ne? Die Politik versteckt sich hier, ich sag's mal ganz deutlich, hinter ihren Museen. Sie lässt sie eigentlich im Stich. Und für diesen Sachverhalt wollte ich eigentlich nochmal eine Lanze brechen. Ja, okay. Ich bin überhaupt nicht gegen Reprogebühren. Selbstverständlich, das Reproduzieren von Kunstwerken kostet Geld, kostet Zeit, kostet Material, kostet technische Geräte. Nur wenn man die Summen sieht, die da angesetzt werden und die Tatsache, die natürlich schlecht durchschaubar ist, dass die natürlich immer wieder angesetzt werden, dann würde ich meinen, dass das nicht dem Aufwand entspricht. Im Übrigen, ich kenne das Argument, würde ich mit der Herausgeberin der amerikanischen Fachzeitschrift Visual Resources antworten, die nämlich, und die müsste sich auskennen, gesagt hat, die meisten Institutionen haben festgestellt, dass die Administration dieses Reproduktionswesens teurer ist als das, was sie über die Reproduktion reinkriegen. Ich gebe zu, selbst wenn das stimmt, ist das immer noch ein Problem der Politik bzw. der Administration der Ministerien. Aber dann müssen die das eben ändern. Also das bringt es offenbar nicht so viel im Vergleich zu... Klar, man hat dann jetzt einen Menschen mehr beschäftigt, aber das kann es ja auf Dauer irgendwie nicht sein. Also man muss jetzt nicht denken, die verkaufen da jeden Tag für 1 Million Bilder. Da sitzt jemand, der sich darum kümmern muss und es kommen relativ wenig Anfragen. Bitte. Werner Wickstein, Würzburg. Gibt es eigentlich einen Grenzbereich zwischen Urheberrecht für Bilder und Urheberrecht für Texte? Ich denke dabei an so Kalligrafen wie Ernst Vollmer, der Gedichte kunstvoll auf Postkarten oder Karten oder auch in Büchern festhält. Oder unterliegt das jetzt dann für Wort oder für Bild? Oder ist das ein Grenzbereich? Ehrlich gesagt, das ist mir dann schon fast ein bisschen zu hoch. Ich würde nur grundsätzlich antworten, es gibt zwischen Text und Bild doch gar keinen wesentlichen Unterschied. Also 70 Jahre muss der Autor tot sein, wenn es gemeinfrei ist. Das ist ja unabhängig davon, ob es ein Dichter ist oder ein bildender Künstler. Mehr fällt mir dazu eigentlich nicht ein. Insofern würde ich meinen, dass es kein Sonderproblem schafft, keine Sonderfakt schafft. Aber Sie werden ganz schnell feststellen, wenn hier ein Jurist säße, Gott sei Dank scheint es ja von denen nicht allzu viele zu geben, hier nicht, der würde Ihnen jetzt Dinge sagen, die sofort über jedes Begreifungsvermögen hinausgehen. Also zumindest über meins. Da sind noch mehr, allerdings, wie Sie müssen natürlich auch. Okay. Gut, ganz vielen Dank, Herr Kohle. Ja, wir müssen leider weitermachen. Ich freue mich jetzt als last but not least Thomas Stecker kurz vorstellen zu dürfen. Er ist stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel und leitet dort die Abteilung Neuere Medien und Digitale Bibliothek. Seine Forschungsinteressen sind im Gebiet der Digitalisierung des kulturellen Erbes, digitaler Editionen frühneuzeitlicher Drucke und die Buch- und Bibliotheksgeschichte. Er ist Mitglied im Vorstand des DHD, des Digital Humanities in Deutschland Verbandes, und aus diesem Kontext kommt nun auch sein Vortrag zum Thema DHD-Verband, Arbeitsschwerpunkte und digitale AGs. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich versuche gerade mal meine Folien aufzurufen. Ja. Ich habe heute das Vergnügen, Ihnen etwas aus dem DHD oder über den DHD-Verband zu berichten. Ich bin gebeten worden, über die Arbeitsschwerpunkte und AGs etwas näher auszuführen. Ich nehme das zum Anlass, auch ein bisschen auszuholen, um noch einmal den DHD-Verband selbst vorzustellen, damit Sie auch die Tätigkeiten, die wir jetzt verfolgen, etwas in Kontext setzen können. Sehen Sie es mir nach, wenn das auch ein bisschen in eine kleine Werbeveranstaltung gerät. Natürlich buhlen wir alle um Ihre Gunst, Aufmerksamkeit und auch Mitarbeit. Also fühlen Sie sich gewappnet, wenn Sie eine Folie finden, die so etwas wie Vorteile für Mitglieder enthält. Was ist die DHD, Digital Humanities im deutschsprachigen Raum? Zunächst mal ein sehr konziser Satz, worum es uns geht, als Forum und Interessenvertretung aller, die sich im gesamten deutschsprachigen Raum mit Forschung und Lehre unabhängig von ihrer jeweiligen Fachdisziplin im Arbeitsbereich der Digital Humanities engagieren.
Hier sind mehrere Aspekte genannt. Ein wichtiger ist erstmal deutschsprachiger Raum. Also wir fühlen uns nicht für Deutschland zuständig, sondern für den gesamten deutschsprachigen Raum. Österreich, Schweiz, Luxemburg und vielleicht Teile Belgiens, die Deutsch sprechen. Also wir sind hier sehr, sehr offen. Das andere, was uns sehr am Herzen liegt, ist unabhängig von der jeweiligen Fachdisziplin. Also dieser Verband ist interdisziplinär, vielleicht auch transdisziplinär angelegt. Diese Begriffe haben ihre Schwierigkeiten, die ich hier nicht ausführen möchte. Das ist ja im Rahmen der Tagung wiederholt thematisiert worden. Viel wichtiger ist uns eigentlich, man könnte fast das Bonmot von der Thaler aufgreifen, dass uns irgendwie die Digital Humanities ziemlich egal sind. Hauptsache, man engagiert sich thematisch, methodisch in diesem Bereich. Also es geht uns nicht so sehr um die Definition, sondern um die konkrete Arbeit in diesem Bereich. Ein besonderer Akzent der DHL liegt natürlich auch in der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, des akademischen Nachwuchses. Der Verband versteht sich als Ansprechpartner, der auch an die Entwicklung der an der Digital Humanities beteiligten Akteure aus Wissenschaft, Forschungsinfrastrukturen, Forschungsförderung und Forschungspolitik beteiligt sind. Das klingt jetzt sehr breit und schwammig, hat aber durchaus auch Konkretionen. Ich will nur ein Beispiel nennen. Wir sind auch an DARIA beteiligt. Das ist sicher auch ein Grund, warum ich hier jetzt mit auf dem Podium stehe. Der DHD-Verband hat mit Mareike Herkenhoff ein Modul innerhalb von DARIA, das er mitbetreut, und sucht hier die Kommunikation mit der Fachcommunity herzustellen. Es entsteht auch in diesem Zusammenhang auch gerade eine Umfrage. Was ist DHD organisatorisch? Das ist ein relativ komplexes Gebilde, das ich Ihnen hier vorführe. Es ist einerseits Mitglied der European Association for Digital Humanities, die wiederum, beziehungsweise auch der deutschsprachige Verband, ist Mitglied in der Alliance of Digital Humanities Organizations. Die sogenannte ATO ist auch diejenige Einrichtung, die die zentralen Konferenzen, die EDGE-Konferenzen organisiert. Letztes Jahr in Lausanne, dieses Jahr in Sydney. Es ist sicher für weit weg, aber sicher sehr, sehr interessant. Und ich weiß auch, dass einige aus dem deutschsprachigen Raum dort auftreten werden, was eigentlich auch ein schöner Erfolg ist, letztlich auch als sozusagen Transmissionsriemen der hiesigen Diskussion. Ich hoffe, dass man dort auch Mittel bekommt, hinzukommen. Das wird sicher nicht ganz einfach sein. Sie merken aus dieser Folie, dass es eine durchaus sich verzweigende Situation gibt. Es sind auch neue Verbände entstanden, etwa in Italien, mit denen eben auch auf der europäischen Ebene gesprochen wird, wo man versucht wird, Gemeinsamkeiten zu identifizieren, zu diskutieren, die Digital Humanities weiterzuentwickeln. Traditionell stark ist auch die Beziehung in die USA. Das Wichtige oder das Zentrale, oder die zentrale Aktivität des Verbandes ist die Jahrestagung. Wir hatten letzte Woche gerade die zweite, ich denke, nach meinem Gefühl sehr erfolgreiche Jahrestagung der DHD in Graz gehabt. Die Organisation läuft jetzt in etwa so, dass man versucht, einmal in Deutschland, einmal im deutschsprachigen Ausland eine Tagung auszurichten. Im nächsten Jahr, das bitte ich dann gleich zu notieren, für diejenigen, die noch nicht in Graz waren, wird es Leipzig sein. Wir freuen uns sehr, dass wir Leipzig für die Ausrichtung gewinnen konnten. Das ist sicherlich ein Kraftakt. Aber die Tagung selber ist auch eine wunderbare Gelegenheit, auch sich zu präsentieren und die aktuelle Diskussion wirklich sehr konzis aufzugreifen, auch zu steuern. Ich komme jetzt zur kleinen, also früher hätte man gesagt, wir unterbrechen für einen Werbeblock. Was bietet die DHD? Ich hatte es schon erwähnt, Interessensvermittlung, Repräsentanz bei Förderern, Entwicklungsprojekten. Ich will bei der Gelegenheit auch erwähnen, dass wir vom Verband her auch mit der DFG im Gespräch sind, auch Vorschläge zur Besetzung von Fachgremien gemacht haben. Das hoffen wir auch, dass das weiter intensiv aufgegriffen wird, dass das Thema DHD auch in diesem Förderbereich weiterentwickelt wird. Es gibt auch zu anderen Förderern Gesprächsbeziehungen, BMBF zu VW,
Also auch da versteht sich der Verband als, wenn man so hässlich formuliert, Lobbyist. Aber ich denke, dass gerade diese Art Bündelung von Interessen, Engagement eine sehr gute Sache und weiterzuentwickelnde Sache sein sollte für die gesamte DHD-Community. Die Fachkonferenz hatte ich schon erwähnt, die Nachwuchsförderung, es werden eben Reisestipendien und Awards gewährt. Man kann also günstiger zu den Konferenzen gehen, aber ich erspare Ihnen jetzt die Detaildarstellung. Ich will aber doch noch eins sehr deutlich machen, der Verband hat großes Interesse, auch mit anderen Aktivitäten in diesem Bereich zusammenzuarbeiten. Ein schönes Signal war eigentlich auch die Verleihung von Clarin Reisestipendien auf der DHD in Graz. Es wurden also 3 Reisestipendien von Clarin-Seite verliehen. Es gibt, wie gesagt, auch diese Zusammenarbeit mit der RIA und auch eine enge Zusammenarbeit in der Infrastruktur, zum Beispiel in der Nutzung des DHD-Blocks von der RIA durch den Verband. Also wir versuchen auch hier nicht die Räder neu zu erfinden, sondern auch uns mit Partnern zusammenzuschließen, um gewisse Synergien einfach auch zu nutzen. Ich komme nun zu dem Arbeitsbereich, dem engeren Arbeitsbereich der DHD, die sogenannten Arbeitsgemeinschaften. Wir haben im Moment 6 Arbeitsgemeinschaften, die sich formiert haben. Ich möchte an der Stelle schon mal vorwegschicken, wir wünschen uns einen Ausbau dieser Arbeitsgemeinschaften, weitere Arbeitsgemeinschaften in Feldern, die besonders brennen, aktuell sind, die man nicht diskutieren möchte. Es gab auch Vorschläge etwa zu Methode und methodischen Qualitätssicherung oder Anforderungen an digitale Infrastrukturen. Das könnte eine interessante Arbeitsgruppe sein. Die Gemeinsamkeiten unterschiedlicher Disziplinen oder Verhältnis zu Informationseinrichtungen, also wie ist das Verhältnis von Bibliothek, Archiv, Museum zur DHD, Evaluationskulturen und so weiter. Also wenn Sie ein konkretes Anliegen haben, dass Sie meinen, dass im Rahmen der DHD diskutiert werden sollte, dann gründen Sie eine Arbeitsgruppe. Das klingt jetzt nach einem Behördentrick, wenn Sie nicht weiterkommen, gründen Sie eine Arbeitsgruppe, aber das ist hier bewusst nicht intendiert. Ich kann die Arbeitsgruppen jetzt im Detail hier nicht vorstellen. Ich bitte Sie tatsächlich, sich auf der Homepage der DHD zu informieren. Es gibt dort auch eine Übersicht über die aktuellen Tätigkeiten. Einige Arbeitsgruppen haben schon relativ avancierte Ergebnisse vorgelegt. Ich zeige das gleich auch nochmal. Andere befinden sich noch in einem sehr intensiven Diskussionsprozess beziehungsweise versuchen auch ihr Thema zu finden und einzuengen und in eine präsentable Form zu überführen. Wie gesagt, sprechen Sie, wenn Sie Interesse an diesen Arbeitsgruppen haben, die jeweiligen Conveners dieser Arbeitsgruppen an. Es sind einige oder fast alle auch heute hier auf dieser Konferenz. Frau Bartsch habe ich schon gesehen für das Referenzcurriculum, Herr Heyer oder Herr Götz für die DH und Informatik. Herr Saale habe ich nicht gesehen, aber er ist für den Aufbau der Datenzentren zuständig, die digitale Rekonstruktion, das ist ja von Herrn Kruczynski. Für die digitalen Publikationen können Sie mich gerne ansprechen und Herr Hohmann aus dem Deutschen Museum in München ist, habe ich noch nicht gesehen, aber sprechen Sie ruhig die Conveners an, wenn Sie Interesse haben, sich in einer oder der anderen Arbeitsgruppe, Sie können auch gerne an mehreren Arbeitsgruppen teilnehmen, zu engagieren und an der Arbeit mitzuwirken. Mal so eine Beispielseite hier aufgerufen, da können Sie sich das ansehen. Die Arbeitsgruppen selber unterhalten auch gegebenenfalls eigene Seiten. Wir haben hier die Seite von Herrn Kuruczynski mit der AG für digitale Rekonstruktion, ehemals virtuelle Rekonstruktion, die eine eigene externe, sehr schöne Homepage aufgebaut haben. Oder wir haben mittlerweile auch schon erste Ergebnisse, in denen Workshops stattgefunden haben, etwa in der AG Informatik und Digital Humanities. Diese Workshops sind eigentlich eine sehr schöne Sache, weil sie ein bisschen diese Diskussion formalisieren helfen und auch, und das ist natürlich ein besonderes Anliegen, der DHD auch zu Ergebnissen führen, zu hoffentlich auch Working Papers. Das ist ein
Format, das wir hier sehr begrüßen und das wir hoffen, auch im Rahmen der AG-Weiterentwicklung forcieren zu können. Es hat also auch hier schon ein erstes Working Paper gegeben, das über die Seiten der DHD herunterzuladen ist, ein Book of Abstracts, Informatik und Digital Humanities. Und ich lade Sie ganz herzlich ein, sich die Dinge anzusehen und erneut buhle um Ihre Mitarbeit. Ich denke, dass wir hier im Verband eine gute Chance haben, gerade im Bereich der Forschung, der digitalen Forschung, viel gemeinsam zu erreichen und die Dinge mit auch anderen Akteuren wie etwa Daria oder Clarin gut zu integrieren. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Thomas. Gibt es Fragen und oder Anmerkungen? Dann machen wir es wieder wie vorhin. Ich frage erst mal etwas und gebe Ihnen ein bisschen Zeit. Ich würde gerne ein klein bisschen mehr noch erfahren zu der AG Digitales Publizieren. Könntest du dazu noch ein paar Informationen geben? Das ist, glaube ich, hier ja schon angesprochen worden, auch das Thema Open Access, vielleicht von Interesse. Ja, das ist, also jede dieser Arbeitsgruppe hat ein sehr differenziertes, sozusagen, eine sehr differenzierte Agenda, was abzuarbeiten ist. Das gilt natürlich auch für die AG Digitales Publizieren. Der Verband selber hat sich ja in seine Satzung Open Access geschrieben. Das heißt, es wäre sehr verwunderlich, wenn er das nicht auch im Bereich des digitalen Publizierens weiterverfolgt. Hier werden verschiedene Aspekte diskutiert derzeit. Die rechtliche Seite ist, würde ich fast sagen, die einfachste. Man ist sich sehr einig, dass man mit Creative Commons Lizenzen arbeiten sollte, muss. Empfehlungen gehen in BY oder BY SA. Das ist mittlerweile auch in der Community, die sich Open Access bewegt, breit anerkannt. Man schneidet damit auch alle müßigen Diskussionen in Zukunft ab, ob wir eine Wissenschaftsschranke brauchen oder nicht. Wenn es der Autor selber sagt, es ist frei, brauchen wir auch keine Wissenschaftsschranke mehr. Das ist für uns eigentlich ein Königsweg von der juristischen Seite. Interessanter sind eigentlich die Dinge, wie sieht eigentlich eine digitale Publikation der Zukunft aus? Sind natürlich Dinge wie, wie kodiert man das eigentlich? Wie überwinden wir dieses Simulacrum, ein PDF über OJS zur Verfügung zu stellen? Ist das nicht, müssen wir nicht die Mehrwertsgedanken sehr viel intensiver adressieren? Es waren dann auch sehr philosophisch-theoretische Fragen, die eine Rolle gespielt haben. Ich weiß nicht, diese beliebte Frage, was ist ein Autorstellen? Aber durchaus eine Neubesinnung auf die Rollen der beteiligten Personen in digitalen Publikationen. Also muss der Encoder nicht in irgendeiner Form auch gewürdigt werden? Welche zusätzlichen Personen spielen eine Rolle? Ein ganz herausragender für uns auch Punkt ist die Frage der Qualitätssicherung. Wir haben uns verschiedene auch Systeme angesehen. F1000 zum Beispiel schien uns sehr, sehr vorbildlich, also in der Frage von Open Peer Review, wie kann man so etwas eigentlich gestalten, welche Risiken sind damit verbunden, ist es möglich, dass ein sozusagen Big Shot der Szene einen Beginner sozusagen verbrennt, indem also öffentliche Rezension geboten wird. Kann man in einen Kommunikationsprozess beim Referee eintreten? Also F1000 war tatsächlich ein ganz interessanter Use Case, weil es gezeigt hat, es gab eine Review. Diese Review hat zur Veränderung des Artikels geführt. Und das ist in dem Artikel selber dokumentiert worden. Man sieht daran, dass sozusagen so diese statischen Modelle von Publizieren zugunsten von stärker kommunikationsbezogenen Modellen aufgelöst werden. Und das sind so einige der Aspekte, die wir im Rahmen dieser AG diskutieren. Ich sage bewusst einige. Das ist also, wenn Sie Interesse daran haben, ich würde mich sehr freuen, Sie in der Arbeitsgruppe begrüßen zu können. Das ist eine wirklich sehr, sehr interessante Diskussion. Wir hoffen auch, dass wir dann nächstes Jahr in Leipzig mit einer eigenen Panel-Diskussion mit diesem Thema auch vertreten sein können. Ja, vielen Dank. Wenn es im Moment keine weiteren Fragen gibt, dann können wir, glaube ich, ganz beschwingt und stolz, dass wir so gut in der Zeit sind, in die Mittagspause gehen. Ich danke nochmal unseren Rednern und Rednerinnen für die Beiträge und Ihnen für die Diskussion und wünsche eine gute Mittagspause.